Ein weiterer wesentlicher Parameter, der die Rückstreuintensität beeinflusst, ist die sogenannte Polarisation. Wir arbeiten ja mit Systemen, die menschengemacht sind und die durch Ingenieure entwickelt sind, und letzten Endes auch haben wir die Möglichkeit vorzugeben, wie die elektromagnetischen Wellen, die wir verwenden möchten, aussehen sollen. Also wir können auch die Polarisation bestimmen. Das geht bei passiven Systemen, die mit Sonnenlicht arbeiten, natürlicherweise nicht. Ja, die Sonne sendet alle möglichen Polarisationen aus. Die lassen sich vielleicht im Nachhinein filtern, aber bei SAR-Systemen sind wir eben von vornherein in der Lage, polarisiert zu arbeiten. Und das macht man dementsprechend auch, und man hat aufgrund der relativ einfachen technischen Umsetzbarkeit vorgezogen, mit sogenannten linear polarisierten elektromagnetischen Wellen zu arbeiten. Wenn wir uns jetzt mal nur den elektrischen Feldvektor betrachten wollen, einer elektromagnetischen Welle, gibt es eben die Möglichkeit, eine solche Welle horizontal oder vertikal zu polarisieren. In beiden Fällen soll jetzt die elektromagnetische Welle auf uns zukommen, und der elektrische Feldvektor schwingt in diesem Fall von links nach rechts horizontal und würde also quasi so auf das Auditorium zufliegen. Im vertikal polarisierten Fall haben wir eben eine vertikale Schwingung, und die Welle würde sich so ausbreiten. Jeweils senkrecht dazu der magnetische Feldanteil oder die magnetische Welle. Also wir haben es mit elektromagnetischen Wellen zu tun, das heißt immer eine elektrische und eine magnetische Komponente. Weitere Optionen, die es theoretisch gibt und auch tatsächlich experimentell eingesetzt werden, ist die zirkulare Polarisation. Also wir sind auch in der Lage, dass sich die Welle oder der elektrische Feldvektor kreisförmig bewegt. In dem Fall, man könnte sagen, korkenzieherartig auf uns zugerät. Und in dem Fall gibt es kein Horizontal und kein Vertikal. Wir haben es ja mit einem Kreis zu tun. Was man hier unterscheiden würde, wäre die Drehrichtung. In dem Falle hätten wir jetzt entgegengesetzt des Uhrzeigersinns, und natürlich wäre auch möglich, im Uhrzeigersinn diese Welle zu drehen. Der allgemeine Fall liegt irgendwo in einer Ellipse, die vielleicht auch hier quer drin liegt. Und auch in diesem Fall ist die Drehrichtung entscheidend, aber auch die Ausformung der Ellipse. Ja, bei dieser Ellipse wären wir schon relativ nah dran an einer linearen Polarisation, etwas weiter weg von einer kreisförmigen bzw. zirkularen Polarisation. Ja, alle diese Optionen bestehen. Dennoch, zur Wiederholung, gängig im Orbit per Satellit tatsächlich implementiert, sind die Polarisation horizontal und vertikal. Jetzt bin ich auch in der Lage, zusätzlich zu dieser gesendeten horizontalen Komponente meine Antenne so zu schalten, dass sie einen vertikal polarisierten Anteil empfangen kann. Das ist möglich. Ich kann also horizontal aussenden und dann die Antenne auf vertikal empfangen umschalten. Das heißt, ich sende horizontal aus und empfange vertikal. Das heißt über Kreuz. Ja, horizontal aussenden, vertikal empfangen. Jetzt besteht natürlich die Frage, warum soll ich das tun? Wieso sollte ich horizontal aussenden und versuchen, vertikal zu empfangen, wo ich doch horizontal nur ausgesendet habe? Da dürfte ja der vertikale Anteil bei Null liegen. Tatsächlich ist bei dieser Kreuzpolarisation die Rückstreuintensität in der Regel sehr gering, zumindest deutlich geringer als in den Kopolarisationen, die sich ergeben würden, wenn ich horizontal aussende und horizontal empfange oder vertikal aussende und vertikal empfange. Dennoch gibt es viele Landoberflächen, die eine sehr, sehr hohe Kreuzpolarisation aufweisen können. Und das passiert immer dann, wenn meine
einfallende elektromagnetische Welle depolarisiert wird. Und das passiert beispielsweise bei Volumenstreuung. Bei Volumenstreuung erfolgt innerhalb dieses Streuvolumens die Streuung so oft, dass letzten Endes auch die Welle depolarisiert werden kann und am Ende ein gewisser Anteil auch vertikal polarisiert ist. Ein ganz typisches Beispiel dafür ist eben Vegetation. Also ein Anwendungsfall oder ein Beispiel wäre, dass wir im L-Band für Waldflächen eine sehr hohe HV-Komponente bekommen, während die HV-Komponente im L-Band für Flächen mit kurzer Vegetation, Feldvegetation oder relativ glatten Flächen oder vegetationsfreien Flächen sehr, sehr gering ist. Im Extremfall für Wasserflächen kann ich sogar theoretisch einen Wert von 0 für HV messen. Das ist nur aus technischen Gesichtspunkten nicht möglich, da jeder Sensor auch ein gewisses Eigenrauschen, und das hat jetzt nichts mit Speckle zu tun, jeder Sensor ein gewisses Eigenrauschen mit sich bringt, durch die ganzen Stromflüsse im System selber quasi elektromagnetische Wellen generiert, die wiederum von der Empfangsantenne generiert werden. Das heißt, ich kann niemals niedriger messen als einen gewissen Schwellwert. Ja, dieser Schwellwert wird im Englischen als Noise Floor bezeichnet und ist auch zu allen Systemen als zusätzliche Angabe verfügbar. Man kann sich also belesen, wie für Sentinel 1 beispielsweise im Kanal HV der Noise Floor ist, um abschätzen zu können, messe ich tatsächlich eine Rückstreuung oder messe ich das Eigenrauschen des Sensors. Ja, es sind letzten Endes 4 Kombinationsmöglichkeiten an Polarisation zwischen Sende- und Empfangssituation möglich. Ja, wir haben also die Kopolarisation HH und VV, aber wir haben genauso auch die Kreuzpolarisation HV und natürlich auch für den Fall andersrum VH. Und das ist zusätzliche Information. Ne? Wir haben also die Möglichkeit, wenn wir nur mit Rückstreuintensitäten, nur mit Sigma 0 arbeiten wollen, 1, 2, 3, 4 verschiedene Polarisationen auszuwerten. Das ist ein Zugewinn an Informationen, weil eben beispielsweise unterschiedliche Flächen dafür sorgen, dass ein Teil der ausgesandten Energie depolarisiert wird, wohingegen andere Oberflächen wiederum absolut bei derselben Polarisation bleiben, wo also keine Depolarisation stattfindet. In dem Moment ein Mehrgewinn an Informationen. Jetzt können wir sogar noch einen Schritt weiter gehen, indem wir nicht ausschließlich mit Rückstreuintensitäten arbeiten, sondern auch die Phaseninformation nur mit auswerten. Und die Kombination aus Phaseninformation, in dem Fall eben die polarimetrische Phase, und Rückstreuintensitätsinformation bietet uns das Feld der sogenannten polarimetrischen Dekompositionsanalyse. Das ist also ein eigenes Auswerteverfahren in der Radarfernerkundung, was immer dann möglich ist, wenn ich zum einen alle Polarisationen zur Auswertung habe, idealerweise alle, also beide Kopolarisationen und die Kreuzpolarisationen, wobei in dem Fall eine ausreichen würde, und ich es mit komplexen Datensätzen zu tun habe. Also das heißt, für die Polarimetrie benötige ich immer Intensität und Phase. Für diesen Fall kann ich eben einen solchen polarimetrischen Dekompositionsansatz auf meine Daten anwenden und beispielsweise meine Daten zerlegen in unterschiedliche Streuprozesse. Ja, es gibt im Wesentlichen natürlicherweise 3 Streuprozesse, die in natürlichen Gebieten vorkommen können. Und das sind zur Wiederholung nochmal Oberflächenstreuung, Volumenstreuung und Double Bounce. Und mit Dekompositionsverfahren bin ich eben in der Lage zu sagen, um welchen Streuprozess es sich im jeweiligen Fall handelt. Die Zerlegung in Streuprozesse und die Aussage über diesen Streuprozess versetzt uns anschließend in die Lage, noch bessere Aussagen
über die Geländeeigenschaften, über die Oberflächeneigenschaften treffen zu können. Einerseits kennen wir die rückgestreute Energiemenge, die uns schon erste Aussagen ermöglicht. Und andererseits wissen wir auch noch den Streuprozess. Und wir wissen eben, dass bestimmte Streuprozesse nur mit bestimmten Oberflächeneigenschaften in Verbindung gebracht werden können. Ja, also über Wasseroberflächen beispielsweise wird es niemals Double Bounce geben. Es sei denn, wir detektieren zufälligerweise ein großes Schiff mit einem Rumpf aus Metall, dann wird es auch möglich sein, über Wasser Double Bounce zu messen. Andererseits sieht es dann eher über Wasseroberflächen, wird eher weniger Double Bounce zustande kommen. Dafür haben wir es dort mit Oberflächenstreuung zu tun. Auch Volumenstreuung über Wasserflächen ist nicht möglich, da die elektromagnetische Welle in Wasser im Prinzip so gut überhaupt nicht eindringen kann.